Herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ach, wo sind wir denn hier? Ich habe so lange nicht gespielt, weil ich so schön vorproduziert habe. Da knall ich mir gleich erstmal ein Brötchen rein. Das sind Pilze da, sehr schön. So, erstmal hier alles aufessen, was wir haben. Ja, länger nicht gespielt, bisschen vorproduziert. Ich hoffe, ihr seid damit confirm. Ich glaube, ich wollte zurückgehen, aber ich wollte eigentlich jetzt noch ein bisschen weitergehen. Das Ding ist, ich krieg nämlich gleich Besuch. Und diese Folge muss ich jetzt schnell bringen, deswegen kommt heute die Folge ein bisschen später, weil ich das nicht mehr rechtzeitig schaffe, also ein bisschen später, ne? Sonst kommt sie 9:30 Uhr, heute kommt sie ein bisschen später. So, und dann hat er jetzt zuletzt in der letzten Folge, hat der Shadow kommentiert, könnt auch einfach mal über Schuhcreme quatschen. Klar, machen wir, warum nicht, wenn wir über Schuhcreme quatschen sollen. Schuhcreme, ach ja, was wissen wir über das schwarze Gold, sag ich mal. Eigentlich nur, dass es 1901 patentiert wurde, ne? Damals hat es dann die gute alte Schuhwichse abgelöst. Ja, Wichsen kommen von Schuhwichse. Ich denke, das ist auch was, das kann man auch in so einem kinderfreundlichen Let's Play erzählen. Denn früher wurden die Schuhe noch gewichst und dann gab es halt die Schuhcreme. Das ist mittlerweile der umfassende Begriff für alles, die Schuhcreme. Ist eine Emulsion tatsächlich. Ich bin auch nicht so der Typ, der Schuhe pflegt, ganz ehrlich. Jetzt vor kurzem erst wieder ein paar Schuhe gekauft. Oh, jetzt habe ich hier aber irgendwie habe ich hier eine Leckage gerade. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Letztes Schuhe gekauft und da sagt meine Freundin noch, ja, pass auf, die musste aber pflegen, ne? Und ich so, na klar. Erste Woche rum, nochmal so mit Imprägnierspray eingesprüht. Geil, 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 dachte ich mir. Ja, und seitdem habe ich nie wieder was gemacht. So viel zum Thema, pfleg deine Schuhe. Ja, irgendwie vernachlässige ich das immer. Eigentlich ist es besser, ne? Also so richtige Schuhcreme kann man ja echt nur so bei Leder und sowas benutzen, ne? Aber lass uns jetzt aufhören, über Schuhcreme zu reden. Das war eigentlich mehr als kleiner Joke gedacht hier an der Stelle. Ich find's gut. Also die Beteiligung ist echt klasse bei Minecraft. Macht super viel Spaß mit euch. Vielen Dank dafür erstmal nochmal an der Stelle. Und wir sind jetzt so weit gewandert. Und ich denke mal, wir werden dann jetzt den Rückweg antreten. Wir haben ein bisschen Zeug gesammelt. Er kommt hier auch mit den neuen Chunks gerade nicht so klar. Ich weiß nicht, was da los ist. Es gab kein Update. Mal gucken. Wie gesagt, die Folge, die dränge ich hier noch so ein bisschen mit zwischen. Und danach beginne ich dann nochmal eine etwas größere Session. Und deswegen dachte ich mir, eigentlich wollte ich in der Folge noch weiterreisen. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber wir wollen ja auch erkunden, ne? Ansonsten, ja, seid schön auf die Fragen wieder eingegangen. Das macht doch schon Spaß. Ja, ich hätte dann auch gleich wieder eine Frage. Und zwar, wenn wir zurück sind, was wollen wir als nächstes machen? Wollt ihr, dass wir gleich in die Höhle gehen? Wollen wir was bauen? Ich denke mal, wir können dann so langsam vielleicht ein bisschen was ernten. Also ich muss jetzt bald zurück, ne? Das ist das Ding, weil ich habe halt nicht mehr so viel zu essen dabei. Und das sind schon so ein paar Tagesreisen nach Hause. Ein bisschen Gebirge war noch dazwischen und alles. Eieiei. Ich hoffe ja immer noch hier auf den großen Fund nochmal irgendwie so eine Stätte, ein Tempel, was weiß ich, was die Entwickler hier Schönes eingebaut haben. Auf jeden Fall ist es sehr schluchtreich, das Ganze. Es kann auch sein, dass wir hier schon waren. Ich bin mir gar nicht sicher. Und ich muss, wie gesagt, nochmal die Lags entschuldigen. Ich erzähle einfach mal so ein bisschen, gerade momentan so auf dem Channel abgeht. Und privat und was weiß ich. Ich habe mir wieder ein bisschen viel vorgenommen momentan, ne? Also das ist halt, ich habe sau viele Projekte am Laufen tatsächlich. Ist mir selber schon aufgefallen. Ich habe halt Rocket League, Rainbow Six, Deponia, Minecraft, GTA 5 läuft. Ich habe eine Kuh gehört. Ihr habt auch die Kuh gehört, ne? Natürlich würde ich mir gerne gleich den größeren Backpack machen. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, noch mehr Leder. Das muss irgendwie behandelt werden, ne? Ich glaube, das kommt in den Ofen, ne? Oder kann man das direkt machen? Muss ich dann gleich nochmal gucken. Hier sind noch ein paar Hundis. Aber hier lebt auch noch eine Kuh. Ja, diese ganzen Projekte, die jetzt alle gerade am Laufen sind, kosten natürlich auch dementsprechend Zeit, ne? Und ja, da muss ich mir mal was einfallen lassen. Also Minecraft wird auf jeden Fall, das ist schon mal hundertprozentig klar, das wird durchlaufen. Das ist mir ganz wichtig, das wird auch der Fall sein. Da werden wir keine Unterbrechung machen. Wobei, jetzt ist natürlich die Frage, soll ich das vielleicht in Session machen? Also, oder in Saison, Episoden, wie auch immer, dass man jetzt sagt, was weiß ich, so. Weil es kann halt irgendwann passieren, dass einem die Lust ausgeht, ne, erstmal, ne, oder man hat keine Ideen mehr. Momentan ist das überhaupt nicht der Fall. Ich meine nur, was weiß ich, dass man vielleicht erstmal sagt, so 100 Folgen, dann macht man mal eine kleine Break oder was. Vielleicht können wir das so anhaben, oder ich habe halt genug zu tun und Ideen und Bock, dass wir halt tatsächlich durchziehen.
Das müssen wir dann mal genau gucken. So, ansonsten Rocket League habe ich inzwischen schon, also das ist halt ein Ding, das werde ich nicht mehr regelmäßig bringen. Wir machen da mal ab und zu so kleine Session, dann nehmen wir 5, 6 Folgen auf. Die werde ich dann auch danach dann hochladen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder ein paar da, die werden jetzt wieder kommen. Für die Leute, die jetzt Rocket League mögen und gucken. Das sollte auf jeden Fall drin sein. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Projekt, wo ich sagen muss, das muss regelmäßig kommen. Ne? Also man kann uns ein bisschen zugucken, wie wir ein bisschen Scheiße quatschen. Ich muss aber auch gestehen, jetzt in der letzten Folge hatten wir echt coole Themen. Geht so ein bisschen um Superhelden und sowas, da haben wir ein bisschen diskutiert. Was ist das denn hier? Wildackelei. Okay. Das wäre das dazu. Rocket League haben wir abgeschlossen. Deponia habe ich völlig euphorisch aufgenommen. 5 Folgen, da habe ich aber mal halbe Stunden Parts gemacht. Macht mir auch super Spaß, frisst aber jede Menge Zeit. Jetzt habe ich aber so das erste, weil das Problem war, ich hatte die 5 Folgen dann hochgestellt, da gab es dann gar keine Kommentare zu. Und die Aufrufe waren so, war okay, aber naja, da wusste ich halt nicht, kommt es gut an. Und deswegen hatte ich da jetzt noch nicht so richtig die Lust weiterzumachen, weil, wie gesagt, da steckt echt viel Zeit drin. Aber jetzt habe ich halt, jetzt am Wochenende habe ich halt ein Feedback bekommen, ja, das ist doch echt ein cooles Projekt, super lustig und so weiter. Alles klar, geht weiter. Geht weiter. Ich muss jetzt gucken, wie ich die Tage Zeit finde, dass ich das aufnehmen kann für euch. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja welche dabei, die das gucken. Goldbartgras. Ihr seht das auch schon, ich gehe gerade so wieder so ein bisschen nach Hause, in Richtung nach Hause. Ja, Rainbow Six, da machen wir immer eine Session. Da kann es halt auch mal sein, dass mal irgendwie 2-3 Tage keine Folge kommt. Ich bemühe mich, dass es nicht so ist. Wer Rainbow Six nicht kennt oder nicht guckt, weil er denkt, ja, ja, Rainbow Six. Nein, es ist, also macht super viel Spaß. Mir persönlich. Wir zocken halt auch privat. So gut wie jeden Abend zocken wir da mal mindestens 2-3 Ründchen. Man merkt halt auch immer, wie man immer besser wird. Und wie gesagt, macht super viel Spaß. Also da wird halt auch immer noch was kommen. Ah ja, FIFA hatte ich auch noch als Projekt. Genau, das habe ich auch so euphorisch gestartet. Ultimate Team, da hatte ich Bock drauf, weil ich mir gerade FIFA 16 geholt hatte. Da muss ich dazu sagen, da war es jetzt momentan ein bisschen doof, weil ich habe dann, also auf der PlayStation 4 habe ich halt noch FIFA 15. Und das zocke ich öfter mal mit einem Kumpel hier privat zu Hause. Und dann hatte ich dann in dem Zusammenhang keine Lust mehr so richtig auf FIFA 16 gerade, also das aufzunehmen zumindest. Da war es ja auch so, da hatte ich ja die zweite Folge so, ja, online kam, bumm, 6-0 verloren oder was das war. Ärgerlich. Da hat man auch direkt wieder so einen Dämpfer bekommen. Da muss ich halt gucken mit der Teamchemie und sowas, kann man ja alles machen und ich bin jetzt auch nicht der allerschlechteste FIFA-Spieler. Aber da wird auch wieder was kommen, aber da habe ich ja von vornherein gesagt, das wird nicht regelmäßig kommen, immer wie ich Bock habe, da mache ich mal immer 1-2 Episoden, dann wieder 1-2 Spiele. Das ist halt einfach so ein bisschen das Projekt. Was hatten wir denn noch? Oh. The Division. Ja, da haben wir ja uns ein schönes Projekt rausgesucht. Also das könnte auch Leuten gefallen, die jetzt nicht unbedingt so Bock auf Shooter und dergleichen haben. Denn da habe ich mir den guten Inhalt geschnappt und wir, oh, eine Ente. Und wir machen ein Roleplay. Also wir versuchen das Ganze so zu kommentieren, als wären wir in dieser Welt. Also als wären wir in New York und so weiter und so fort. Und wir wollten damit bezwecken, dass wir diese Gradlinigkeit von Division ein bisschen, ja, das war, ihr habt es gesehen, ne? Das war ja hier richtig clever, was ich dachte, wollte das Bett eigentlich platzieren. Oh, ein Rochen. Ja, diese Gradlinigkeit, ne? Man hat ja schon viel gesagt, Division ist halt viel wie Destiny, ne? Also du rennst von A nach B, von B nach A. Letztendlich ist irgendwie immer dasselbe. Aber mit diesen Roleplay-Elementen, sage ich mal, muss ich sagen, ist es schon wieder was anderes. Ne? Also es ist auch was. Wow, da habt ihr das gehört. Ich habe gerade mal nebenbei eine Folge angemacht, die letzte Minecraft-Folge. Ich habe wieder einen Kommentar bekommen. Ja, er wird sich wieder auf Folgen gefreut. Der hat mein Boot kaputt gemacht, weil ich nicht hingeguckt habe. Okay, das war auch mega unprofessionell von mir gerade. Ich habe gedacht, vielleicht kann man den Kommentar gleich hier mit einbauen, weil es ja quasi live ist. Auf jeden Fall, ja, dieses Roleplay, das macht halt super viel Spaß. Wir überlegen gerade noch, ob wir noch einen dritten mit dazu nehmen. Wir haben da auch schon wen in petto, sag ich mal. Und wie gesagt, schaut einfach mal rein. Wenn nicht, zappt da mal ein bisschen durch die Folge. Wenn, also, ist auf jeden Fall ein anderes Division Let's Play als bei den anderen, sag ich mal, ne? Ist halt doch ein bisschen was anderes. So, dann wollte ich mal wieder so ein paar kleine Projekte machen. Ich habe jetzt so ein schönes Horror-Let's Play gefunden. Wobei, den Horror, na, es ist halt. Es ist anders, es ist eine sehr bedrückende Stimmung, sag ich mal. Ich will noch nicht zu viel verraten, da würde ich ja in die Tage ein Video zu machen. Ja, ansonsten, das Problem bei mir ist immer, ich fange mal 20 Spiele an. Und dann habe ich irgendwie mal, oh ja, machst du fertig, machst du nicht fertig. Irgendwie
habe ich dann zu viele und dann komme ich nicht mehr klar, bla bla bla. Klingt erstmal ein bisschen doof alles, ich weiß. Aber ich bin halt gerne, also ich bin ein Mensch, der spielt gerne alles irgendwie. Ich habe halt zum Beispiel auch, das weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, Stardew Valley spiele ich halt auch, weil ich kein Let's Play von. Da wird mir wieder nur vorgeworfen, ich kopiere andere Let's Player, ja. Genauso wie mit Minecraft. Ich versuche da möglichst viele zu kopieren. Ja, Stardew Valley spiele ich privat ein bisschen. Macht auch super viel Spaß. Ich habe halt so, also ich spiele sehr gerne auch viel privat. Und ich möchte mir halt auch immer noch irgendwie das so in der Waage halten, dass ich auch genauso viel Zeit fürs Private habe und mich nicht da stresse. Oh, jetzt kannst du nicht privat spielen, weil du musst aufnehmen. Das möchte ich gar nicht, ne? Deswegen kann es mal sein, dass hier und da mal ein paar Ausfälle sind. Aber das ist so, das ist mein Kanal. Also, da spielt man mal irgendwie 50 Folgen ein Spiel und dann sagst du dir, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, aber bin auch schon wieder drei andere am Spielen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich weiß, ihr kommt damit klar. Ihr werdet damit klarkommen. Nee, jetzt alles gut, alles gut. Nur wie gesagt, ich habe halt gemerkt, es sind halt wieder viele Projekte, ziemlich viel. Und ja, dann so ein bisschen überlegen. Gut, FIFA, wie gesagt, habe ich kein Problem mit. Kommt eh unregelmäßig. Rocket League vielleicht. Vielleicht lassen wir es sein. Wobei, ja, da habe ich jetzt noch mal eine Session gehabt. Es gab ja jetzt wieder ein DLC, ganz schön. Muss ich alles schauen, ne? Muss ich alles schauen tatsächlich. So, jetzt muss ich hier mal versuchen, das Boot nicht kaputt zu machen. Wär mir zumindest ein sehr großes Anliegen. Aussteigen und Boot kaputt. Cool. Wir hören die Grillen zirpen. Das ist für uns das Zeichen, uns hier mal schön. Ich gehe hier am besten hoch, dann sehen wir vielleicht noch den Mond. Ah, schön, ne? Also, wir dürfen auch immer nicht vergessen, wie schön dieses Spiel ist. Darum spielen wir es ja. Weil es so schön ist. Und dann, warte mal, muss ich das Bett in die Richtung packen? Und dann können wir uns im Mondschein zur Ruhe legen. Ha. Hä, wieso macht er denn nicht? Ach. Ein schöner Morgen in Minecraft. Die Sonne geht auf. Der Wald erstrahlt im neuen Licht. Ja, bla bla bla. Komm, Freak, nimm dein Bett und sieh zu, dass du nach Hause kommst. Den ganzen Weg werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. So, kommen die letzten drei Brote. Mit letzter Kraft schleppt er sich nach Hause. Er hatte nur noch ein Ziel vor Augen. Heimat. Er möchte wieder in seine kalte Schneeregion. Hallo, kleine Grille! Pow! Ach, jetzt kommt schon wieder mehr. Ich muss gleich wieder ein Boot craften. Oh, das ist auch eine schöne Insel hier, ne? Ich hatte auch erst überlegt, ach komm, wir bauen uns einfach jetzt irgendwo anders was, aber das funktioniert leider nicht, weil da müssen wir wieder 10 Folgen lang uns um Essen bemühen. Und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, oder? Na gut, ich glaube, doch, ich glaube, genau das ist im Sinne des Erfinders. Spiel nicht Minecraft, kümmere dich ums Essen. Also ich finde, da hätten sie das Balancing noch ein bisschen besser machen sollen, ne? Also, man ist ja wirklich nur noch am Essen. Oh, ist das schön, ne? Genieß das einfach mal mit mir hier an diesem Montag. Bei mir ist tatsächlich gerade Montagmorgen. Und, oh, ist das, also ganz ehrlich. Guck mal hier mit den Schmetterlingen, mit der Sonne. Schön, oder? Hey, du kleiner Schmetterling. Wow, ja, geil. Jetzt freest du das Bild. Oh, schön. was bist du denn für ein Pferd? Na, ja, er lädt gerade wieder Chunks. Tut mir leid. Aber ich weiß auch nicht. Manchmal hakt er, manchmal nicht. Keine Ahnung. Was bist du denn für ein Pferd? Ganz schön abgemagert. Pferd. Ah, du bist ein Fohlen. Cool. Hier gibt es wieder magisches Laub. Nee. Jacaranda-Blätter oder so. Ein paar Blumen. Heimat, ich komme! Ja, wie gesagt, ich kann jetzt leider nur diese eine Folge aufnehmen. Die werde ich dann gleich in den Upload schmeißen für euch. Na, oh, tut mir leid. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder mit dem Rucklern. Das sieht ja fast so aus, als würde mein Rechner das nicht schaffen, aber das ist gelogen! Oh. Lüge! So. Nee, ich hätte jetzt eigentlich Bock auf eine längere Session. Ich werde mal gucken, ob ich dann. Also morgen werdet ihr auf jeden Fall. Oh, wir haben so einen Setzling mitgenommen. Okay, warum nicht? Pferde. Doch wir hatten keinen Sattel. Wir mussten sie zurücklassen. ich lasse mich voll ablenken gerade. Aber ich finde es halt auch gerade wieder so schön, Minecraft zu spielen. Wirklich, ich hatte ja die Woche vorproduziert.
Und deswegen kommen wir so zum kleinen Verzug. Wobei, ich muss mal gerade gucken. 9.30 Uhr kommt die Folge. Na gut, das wären 20 Minuten. Das schaffe ich nicht. Ja, es ist 9.10 Uhr gerade. Ich bin völlig auf Kaffee. Ihr merkt, dass ich rede sehr, sehr viel. Ich hoffe, das ist okay. Ich werde beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Versuche ja jetzt schon, ne? Mit meinem Geschwafel hier. Da könnte vielleicht, da ist so eine Sandbank, vielleicht ist da irgendwas. Sieht zumindest an der Sandbank aus. Ich könnte jetzt natürlich einfach die Folge jetzt stoppen, dann würde es ja schneller oben sein, aber nein. Ich denke mal, ist okay für euch. Okay, verbirgst du ein Geheimnis, Höhle? Ne, ich denke mal nicht. Ich denke aber mal, oh Mann, ich hätte so gerne noch was gefunden. Aber ich glaube, da muss man einfach länger für unterwegs sein oder halt verdammt viel Glück haben. Ich meine, also, mit der Unterwasserwelt, habt ihr schon bei irgendeinem anderen Live in the Woods, ich weiß nicht, wie viele Projekte ihr guckt, davon schon mal eine Unterwasserwelt gesehen? Ich denke nicht. War schon mal wer in der Hölle? Ich denke nicht. Ja, und dann können wir halt sehr, sehr viel mit dem Hammer und mit dem Meißel machen, ne? Also, wow. Garagentore und was ich da jetzt nicht alles gesehen habe. Gute alte Birkenholz, das sieht ja auch cool aus. Das sieht ja auch sehr cool aus. Aber wir müssen wirklich ganz straight nach Hause gehen, weil wir sonst hungern werden. Ich habe ja auch noch irgendwas Neues. Ja, Kühe, Kühe! Ich freue mich immer, wenn ich Kühe sehe. Ah, ich habe sie zum Töten gern. Hallo, kleine Kuh. Du machst nicht mehr Mu. Es wurde sich ja auch, also die Leute freuen sich ja, die freuen sich so sehr, dass ihnen das Blut aus den Ohren läuft, wenn ich hier anfange zu reimen und zu singen in dem Let's Play. Und da habe ich mir gedacht, ich versuche das öfter einzubauen. Ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob ich mal so ein kleines Intro hierfür einsinge. Was? Ach, der Pilz hat mich vergiftet. Okay, denke ich mal, dass es ein Pilz war. Meistens sind es Pilzkrankheiten. Aber das, ja, mir war nichts Gescheites eingefallen. Das dauert, braucht ein bisschen Zeit. Vielleicht irgendwann mal, ne? Ansonsten werde ich halt versuchen, so in den Folgen zu singen. Ja, ob ihr wollt oder nicht. Ob ihr jetzt ausschaltet oder nicht. Nein, das kommt immer spontan, ne? Spontan mal so ein kleines Liedchen trillern. Ich meine, warum auch nicht, ne? Ich denke mal, jeder von euch wird, oh, wird Musik mögen. Jeder hört irgendwie. Es gibt keinen Menschen, der sagt, ich höre keine Musik. Nein, nein, gibt es. Nein, nein, kann ich mir nicht vorstellen, gibt es nicht. Und von daher, so schlimm ist es doch, denke ich, auch nicht. Ich meine, ihr hört mir ja auch beim Reden zu. Also, na gut, kann man nicht vergleichen. Ne? Es gibt eine Sprechstimme und ja, Kühe! Ich werde Kühe töten. Kühe töte ich gerne. Nee, nee, es gibt eine Sprech- und Gesangsstimme und ja, vielleicht ist die Gesangsstimme bei mir halt nicht so ausgeprägt. Ja, es tut mir leid, aber ich hasse euch, Kühe. Ich hasse euch. Ihr habt meine Familie verschleppt. Komm her, Harry, Kuh. Oh, wir werden sowas von einem Backpack haben. Ja, da kannst du winseln, wie du willst. Ich will das, also ich könnte das, klar, ich könnte das jetzt schon machen. Aber vielleicht mache ich das auch. Ihr werdet mir auch nicht entkommen. Oh. Wie, du kannst kein Fleisch mehr mitnehmen. Japanisches Schlangenbad. Dann nehme ich doch lieber Fleisch mit. Fleisch ist Nahrung. Nahrung gut für Freak. Freak muss Fleisch essen. Da sind noch mehr Kühe. Dann lass uns doch gerade mal gucken. Backpack. Ach, habe ich hier sogar noch offen. Roter Rucksack, bla bla bla. Großer, heller Rucksack. So. Mittlerer Rucksack. So, das ist der normale Rucksack. Da muss ich halt überall Leder machen. Aber wir wollen ja auch die großen. Drücke Shift für mehr Informationen. 0 von 0 Slots. Man konnte das, glaube ich, in den Ofen packen. Ich habe jetzt keinen Ofen dabei. Da packst du das Leder in den Ofen und machst das dann halt genau so. Ich habe hier voll das Kuhbiom gefunden in dieser Folge. Kühe! Berge! Kuhberg, Kuhberg. Das sind die Kuhberge. Und bäm, da hat er den Folgentitel. Die Kuhberge. Ja! Stirb, Kuh! Stirb, Kuh! Kuh muss sterben! Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, so laut zu sein. Ich will nicht übersteuern. Also Leute, ihr müsst mich entschuldigen. Ich hab, glaube ich, einen Kaffee zu viel getrunken. Seid ihr Kaffeetrinker? Kaffee, ne? Kaffee ist gut, ne? Nee, damals habe ich tatsächlich echt wenig Kaffee getrunken, weil ich halt so angefangen habe zu quasseln durch Koffein. Es wurde mal allen zu viel.
Und deswegen, aber mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt. Ja, Kaffee. Aber bei dreien merkst du es dann schon. So, ich muss langsam echt mal die Folge beenden, sonst kriegt ihr die gar nicht mehr heute, leider. Wollen wir uns auf einigen, auf der Insel dort drüben hören wir auf. Da laufe ich noch hin, dann sind wir zwar irgendwie wieder bei 21 Minuten. Oh, ich habe noch eine Laterne gefunden. Hier ist irgendwas. Oder steht hier echt, steht hier echt nur eine Laterne, einfach so wild rum. Au, hier sollte mal wahrscheinlich was entstehen, aber es hat der Map-Generator nicht hinbekommen tatsächlich. Hier wäre bestimmt irgendwas Schönes gewesen. Schade. Wir werden es zurücklassen. Irgendwann kommen wir wieder. Und reißen diese Fackel aus den. Aus den. Halterungen. Ja, genau. Man kann ja auch mit dem Meißel irgendwie so eine Laterne ganz einfach aus Fackeln machen. Das wusste ich halt auch nicht. Ich denke mal, wir kommen langsam wieder in heimische Gefilde. Dort hinten sieht es sehr kalt aus. Doch wir werden uns auf dieser Insel hier niederlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigt bitte die aufgedrehte Folge, die ein wenig zu spät kam. Morgen sollte die Folge wieder pünktlich sein. Für alle, die eine pünktliche Folge haben wollen. Wir schlagen hier unser Lager auf. Ich verabschiede mich mit dem Kuhfelsen. Der Kuhfelsen? Der Kuhberg? Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.